Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegin Raffelhüschen, das war ja ein Totalverriss der eigenen Regierungsarbeit, die Sie hier zur Kenntnis gebracht haben. Ich habe den Eindruck, Sie bereiten sich schon auf die Opposition vor in diesem Land, weil Sie erkennbar abgewirtschaftet haben. Und die deutsche Wirtschaft steckt ja tatsächlich in einer Krise fest. Und während die Wirtschaft im Ausland wächst, geht bei uns nichts voran. Und das Einzige, das bei uns steigt, das ist die Kurzarbeit, die Arbeitslosigkeit und die Zahl der Bürgergeldempfänger. Und wir sind schlecht vorbereitet auf die Krise. Und Schuld daran trägt diese Bundesregierung. Sie trägt nämlich die Verantwortung dafür, dass die Bundesarbeitsagentur immer weniger Mittel zurücklegen kann für das, was an Krise unter Umständen uns noch bevorstehen kann. Wenn wir dieses Jahr mit einer Nullrücklage rauskommen, dann sind wir gut gefahren. Das hängt nämlich auch damit zusammen, dass Sie immer neue Lasten der Bundesarbeitsagentur auflasten. Alleine in diesem Jahr sind es 900 Millionen Euro, die dazukommen sollen für die Bundesarbeitsagentur. Ein reiner Verschiebebahnhof zu Lasten der Arbeitslosenversicherung, die Sie eigentlich über den Haushalt finanzieren müssten und es an dieser Stelle noch tun. Und diese Krise, die wir erfahren müssen, ist ja keine konjunkturelle, sie ist ja eine strukturelle, eine hausgemachte. Und die Ampel hat dieses Land in die Sackgasse manövriert und kommt jetzt aus dieser Sackgasse nicht mehr heraus. Statt Wachstumsimpulse zu setzen, ist diese Ampel heillos zerstritten. Sie stehen nur noch für Resignation und Frustration. Und dafür haben Sie bei den Landtagswahlen auch die verdiente Quittung erhalten an dieser Stelle. Und aus reiner Panik heraus, und anders ist es gar nicht zu verstehen, zieht jetzt der Bundesarbeitsminister wieder die Mindestlohnkarte. Und wenn man auf die Aufstocker schaut, Herr Bundesarbeitsminister, dann wäre es viel sinnvoller, wenn diejenigen, die aufstocken, vor allem in Vollzeit tätig wären. Das wäre ein wirksames Mittel dazu, dass sie nicht in Armut sind, sondern in Vollzeit tätig werden. Dafür müssten Sie sorgen, Herr Bundesarbeitsminister, und nicht für anderes. Und wenn Sie jetzt das Bundestariftreuegesetz auf den Weg bringen wollen, ja, wir brauchen Vergaben, die möglichst schnell, einfach und kostengünstig sind, gerade was das Land angeht. Und das, was hier kommt, führt dazu, dass Vergaben langsamer, komplizierter und teurer werden. Und so setzt man keine Wachstumsimpulse in diesem Land. Dieses Gesetz wirkt wie aus der Zeit gefallen. Lassen Sie es am besten sein zum jetzigen Zeitpunkt. Und was wir stattdessen brauchen, ist Leistungsbereitschaft, Arbeit und Mehrarbeit, dass sich dieses in diesem Land wieder deutlich mehr lohnt. Sie wollen jetzt eine Prämie auf den Weg bringen für diejenigen, die nicht in Rente gehen, sondern ihren Job behalten. Aber wann soll diese Prämie gelten? Nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, nicht im übernächsten Jahr, nein. Erst am Sankt-Nimmerleins-Tag am 1. Januar 2028. So sehen Ihre Wachstumsimpulse aus, Herr Bundesarbeitsminister. Wir brauchen jetzt Anreize für längeres Arbeiten und nicht irgendwann an dieser Stelle. Und es ist doch offensichtlich, dass Sie überhaupt nichts zum Bürgergeld gesagt haben hier an diesem Pult. Kein einziges Wort an dieser Stelle, weil Sie eingestehen müssten, dass Sie mit Ihrem Bürgergeld krachend gescheitert sind. Es ist eine verkorkste Reform gewesen. Sie haben sie als die größte Sozialstaatsreform seit 20 Jahren gepriesen. Und tatsächlich ist es der größte Sozialstaatsflop seit 20 Jahren, den Sie gemacht haben. Und dieses Bürgergeld ist eine Arbeitsbremse. Wachstums- und Integrationsbremse, die unserem Land schadet. Und deswegen müssen wir es abschaffen und durch die neue Grundsicherung, so wie die Union vorgeschlagen hat, ersetzen. Das nützt dem Land, das nützt den Arbeitslosen. Und die Zahlen zeigen ja, seit Inkrafttreten dieses Bürgergeldes sind 200.000 mehr Bürgergeldempfänger zu verzeichnen. Und das angesichts der Tatsache, dass wir über 1 Million offene Stellen haben in diesem Land und überall fehlen Arbeitskräfte. Aber sie bringen sie nicht in Arbeit, weil sie die Jobcenter viel zu schwach ausstatten, dass sie ihre Arbeit nicht nachkommen können. Vermitteln, vermitteln, vermitteln bedeutet aber eben auch, dass die Personalausstattung, dass die Mittel entsprechend sein müssen. Dafür sorgen sie nicht. Und die Folge davon ist,
dass sie in diesem Nachtragshaushalt 3,7 Milliarden Euro an mehr Geld bedürfen. Und jetzt wollen sie 5,5 Milliarden Euro sparen. Das ist eine reine Luftnummer. Die Vergangenheit hat gezeigt, Sie können es nicht und Sie werden es auch in Zukunft nicht können. Sie gehören abgelöst und auf die Oppositionsbank. Lassen Sie uns ran. Dazwischen muss aber noch gewählt werden, nicht? Also nächste Rednerin ist die Kollegin Katrin Michel, SPD-Fraktion.